What's up, Luke's Bike TV? All the three. Yeah, buddy. Cheers. Herzlich willkommen zu Tag 24 der Daily Riding Challenge. Ich bin am Weg nach Ligis. Dort wird ins Airbag gesprungen und wahrscheinlich recht viel geshaped, geschaufelt für den Jam am 29. September. Am 30. September. Bitte kommt alle vorbei, es wird sehr episch. Und ja, die Fahrt werden wir jetzt verbringen mit Body Count, einer durchaus gesellschaftskritischen Band, aber auch aggressiv und gewaltverherrlichend. Also genau richtig für einen Freitagnachmittag im Straßenverkehr. Jo, servus zur Daily Riding Challenge. Heute ist Tag 26 und es ist spät und die Motivation ist ziemlich gering. Gestern war Tag 25, 1000 Höhenmeter, richtig geile Tour und heute ist Sonntag und wie man weiß, Sonntag ist irgendwie beim fürs Radfahren. Dienstag ist ein super Radfahrtag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. I don't know, aber ein, zwei Clips werden wir jetzt generieren. Thank you.
zu Daily Riding 27. Eine kurze Session ist hier ausgegangen. Also eigentlich ist es jetzt schon nach der Session. Ja, es ist immer cool, nach einem Arbeitstag noch die Motivation finden, eine Stunde rauszugehen, ein bisschen Radl fahren. Das habe ich geschafft. Morgen geht es weiter, Tag 28, dann gibt es ein Recap-Video. Und dann, ja, geht es noch ein paar Tage weiter hoffentlich. Let's go! Ja, jetzt habe ich es verschmiert. April, oder? Ja. Bitte. So ein bisschen Hände waschen. Schaut. Ja, kann. Es geht langsam. Hast du dir in die Hände geschissen? Ja. Ja, letzter Tag dieser Woche, Tag 28, sowas überhaupt noch nie erlebt. Starker Regen und Sonnenschein bei den Dirt, so stark, dass man nicht mehr fahren hat können, ohne was hinzumachen. Hätte gern mehr gemacht noch, aber jetzt eine kurze Street Session. Und dann geht's weiter.